sind wieder Robert und Markus von Blue Dragon Air. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute unser erstes Video, das wir dem Thema Kyushu widmen. Kyushu ist ja die Kunst der Vitalpunkte und dabei lernst du, wie du den Körper mit Hilfe dieser Punkte eben manipulierst. Das geht von einfacher Reflexreaktion bis hin zu neurologischen Knockouts, die du dir bei YouTube auch angucken kannst. Denn davon gibt es schon reichlich Videos. Wir möchten dir aber in unserem Video zeigen, wie du es bei uns lernst und dir einen Eindruck ermöglichen, wie viel verschiedene Dinge du durchs Kyushu und der Kampfkunst oder dem Kampfsport individuell für dich selber gestalten kannst. Das heißt, das Kyushu, das ist ja eher als Update zu deiner Kampfkunst zu verstehen. Man kann es allerdings auch separat lernen, falls du gar keinen Background hast. Beginnen möchten wir als erstes mit dem Punkt, der sich Dickdarm 10 nennt. Damit du überhaupt weißt, wo du ihn findest, möchten wir dir als erstes zeigen, wie du ihn lokalisieren kannst. Idealerweise hast du dazu zum Anfang einen Trainingspartner, der etwa gleich groß ist. Das bedeutet, eure Extremitäten, die sind in etwa gleich lang und so lässt es sich zum Anfang einfacher ausmachen, wo die Punkte sind. Dickdarm 10 finden wir am Unterarm. Konkret nimmst du dazu deinen Zeigefinger, legst ihn auf die Ellbogenspitze von deinem Trainingspartner, legst die ganze Hand an und da, wo der Daumen von der natürlichen Position her jetzt angewinkelt ist, nämlich hier, findest du den Punkt Dickdarm 10. Zum Anfang lokalisierst du ihn einfach durch leichten Druck. Du siehst es, Markus verzieht leicht das Gesicht, aber eigentlich löst der Punkt eine Reaktion aus, die nämlich, ihr seht es, das Knie lockert. Und genau das ist die Reaktion, die dieser Nerv hervorbringt. Es dient dazu, den Gegner oder eben den Trainingspartner in seiner Struktur, in seinem Stand zu brechen. Denn solange wie euer Trainingspartner aufrecht steht, könnt ihr zum Beispiel gegen ihn drücken, wie ihr wollt. Er ist strukturiert und damit stabil. Wenn ihr den Punkt allerdings benutzt, ihr seht es, er knickt in der Hüfte ein, jetzt könnte ich ihn zum Beispiel umschubsen. Das ist also der Nutzeffekt von Nervenpunkten. Wenn ihr das nachher später mit Schlagen, mit Schlagtechniken trainiert, sind die Reaktionen umso heftiger. Das heißt also, je besser eure Technik ist, umso heftiger die Wirkung. Als erstes, wie gesagt, übt ihr es gegenseitig, kontrolliert einfach mal, findet ihr den Punkt. Die Reaktion haben wir gerade beschrieben, das heißt also, wenn der Trainingspartner den Punkt drückt, merke ich entweder am Punkt selbst einen leichten Schmerz oder aber es ist dann das Knie, was anfängt nachzugeben, je fester er drückt. Ihr seht es, es ist immer das gleichseitige Knie, was einknickt. Das zur Lokalisation. Nachher, wenn ihr den Punkt gefunden habt, könnt ihr es zum Beispiel so üben, dass ihr euch gleichzeitig am Arm festhaltet und jetzt, so gut es geht, auf den Punkt zielt und dabei versucht, ihn eben zu treffen. Wenn ihr jetzt mit der Technik, als Beispiel ein Faustschlag, den Punkt aktivieren wollt, sollte die Hand dabei sich lösen. Das ist also eine gute Befreiungstechnik für Frauen oder auch Kinder, denn der Punkt reagiert sehr, sehr gut. Dazu lokalisiert ihr ihn an und wichtig ist, dass ihr den Schlag entspannt durchzieht. Dazu haben wir ja schon ein Video hochgeladen. Das Video ist mit Ben zusammen. Er erklärt euch nochmal, wie genau das mit dem Schießen und dem Fließen war. Schaut es euch gerne dazu nochmal an. Wenn ihr also hier abwechselnd die Reaktion geübt habt, ihr seht es, es ist nicht unbedingt Kraft nötig, nur die Entspanntheit, wechselt euch wie gesagt wieder ab. Genau. Dann könnt ihr die ganze Sache noch frei trainieren. Das heißt also, der Punkt Dickdarm 10 eignet sich beispielsweise hervorragend, wenn tiefe Angriffe kommen. Wo passiert das zum Beispiel? Ein Ringer, der will euch greifen, er kommt mit beiden Armen nach vorne, will gegen eure Hüfte gehen, hier die Möglichkeit, auf den Punkt zu schlagen. Es sind Gegenstände in der Hand, wir machen das jetzt nur imaginär, die nach vorne gehalten werden. Auch hier wunderbar, der Punkt wunderbar zu treffen, strahlt euch quasi an. Seid aber gewarnt, es ist kein Punkt, der final ist. Das heißt also, nur weil ihr jetzt auf den Punkt schlagt, seid ihr aus der Selbstverteidigungssituation nicht raus, sondern es ist einfach nur eine Technik, um beispielsweise, wie schon gesagt, Griffe zu lösen, festhalten am Arm, festhalten am Revers, hier auch, gegenschlagen. Dieser Griff macht die Hand zum einen locker und destrukturiert ihn. Das heißt also, wenn ihr die Übung fortführen wollt,
löst ihr euren Partner und könnt hier reingehen und verschiedene Techniken machen, mit denen ihr zum Beispiel, wenn ihr als Security arbeitet, ungebetene Gäste vor die Tür bringen könnt, ja, wenn die nach euch greifen. All das sind Anwendungsmöglichkeiten, um eben den Trainingspartner oder nachher eben den Gegner zu positionieren beispielsweise. Nach dem Training, wenn ihr fertig seid und die Technik geübt habt, sind wir noch so nett und reanimieren unseren Trainingspartner. Denn je öfter wir den Punkt schlagen, umso mehr wird der Nerv gereizt. Es ist quasi ein Stretch, der den Nerv reizt. Was wir dazu machen ist, als erstes schlagen wir mit der hohlen Hand auf den Punkt, verreiben ihn danach und massieren die ganze Geschichte nach oben aus. Holt euch dazu ein bisschen Feedback ein, ja? Fragt, ob es eurem Trainingspartner wieder gut geht. Und das könnt ihr dann ruhig 2, 3, 4, 5 Mal machen, bis es euch eben entsprechend gut geht. Denn nach dem Training sollte vor dem Training sein. Das heißt, ihm sollte es gut gehen und mir sollte es gut gehen. Denn bei eurem Hobby, wer will da schon Verletzungen haben? In diesem Sinne, ein kurzes, knackiges Anleitungsvideo zum ersten Punkt, Dickdarm 10. Wir wünschen euch viel Spaß beim Training. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Thema Kyushu mehr interessiert, wir planen dazu auch eine Trainerausbildung, also eine sehr detaillierte Ausbildung. Könnt ihr euch gerne angucken. Ich packe den Link dazu mal mit unten in die Kommentarfunktion rein. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns wie gesagt einen Daumen nach oben, ein Like oder abonniert auch gerne den Kanal, denn zum Thema Kyushu wollen wir euch jetzt ein bisschen mehr Input geben. Also in diesem Sinne, wir verabschieden uns. Tschüss sagen Robert und Markus. Tschüss.